Brandenburgs Geschichte reicht weit in die Vergangenheit zurück. Das wissen wir. Ihre Spuren zu finden, zu sichern und zu bewahren, ist Aufgabe der Landesarchäologie. In diesem Jahr werden einzigartige, zum Teil bisher noch nie gezeigte Funde erstmalig einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Im Archäologischen Landesmuseum Brandenburg im Pauli-Kloster. Musik. 2007 war ein nicht ganz einfaches, aber trotzdem erfolgreiches Jahr. Einen Überblick über die Mühen des archäologischen Alltags und einige Highlights zeigt diese kurze Zusammenschau. Braunkohleabbau und Kohleverstromung sind wichtige Wirtschaftsfaktoren in der Niederlausitz. Die Tagebaue Cottbus Nord, Jenschwalde und Welzow Süd nehmen jährlich etwa 3 Quadratkilometer Fläche in Anspruch. Das Brandenburgische Landesamt für Denkmalpflege und Archäologisches Landesmuseum führt daher Jahr für Jahr mehr als 50 von Vattenfall Europe Mining finanzierte Ausgrabungen durch. Interessante Schwerpunktuntersuchungen waren die alt- bis jungsteinzeitliche Besiedlung entlang des Flüsschens Malxe, die Dorfkernuntersuchungen Kausche und Hornow sowie das germanische Eisenverhüttungszentrum in Wolkenberg. Die enge Verknüpfung archäologischer und geoökologischer Untersuchungen zur Kulturlandschaftsgenese ergaben bisher faszinierende Fakten über frühe Umweltkatastrophen während der germanischen Besiedlung. Vieles setzt sich dabei aus einzelnen Spuren zusammen, die für den Laien zuweilen wenig anschaulich sind. Dort, wo uns der Mensch mit seinem Schicksal persönlich entgegentritt, berichten die Medien auch überregional. So beim Fund eines Körpergrabes aus dem 4. Jahrhundert. Da liegt sie, die Frau aus spätrömischer Kaiserzeit, bestens erhalten für ein Alter von 1600 Jahren. Also hier sieht man einen Rest des Oberarms, den Kiefer, den Schädel, die Augenhöhlen sieht man hier. Man sieht die Beigaben. Hier sind 2 Fibeln. Man sieht bei der einen Fibel, dass sich hier Reste des Stoffes erhalten haben, was einmalig ist hier in dieser Gegend. Und eine Glasperlenkette. Alles Zeichen, mit denen man Kleidung und Stand der Frau gut ermitteln kann. Ein einmaliger Fund, der im Tagebau Jenschwalde gemacht wurde. Auf einem Hügel, der als Grabstätte benutzt worden ist. Dass neben der Kohle so ein Schatz zutage gefördert wird, daran haben die Mitarbeiter des Landesamtes für Denkmalpflege monatelang gearbeitet. 30 Gräber wurden freigelegt. Die meisten Toten wurden damals verbrannt. Dann streute man ihre Knochenreste aus. Gefunden werden meist nur die Beigaben. Das Hornower Gräberfeld erbrachte reiche Fundausbeute. Keramik, Bronze und Glas. Dann haben wir Glasperlen, die meist aufgeschmolzen sind, wie diese hier, weil sie mit auf den Scheiterhaufen kamen als Schmuck und dort mit verbrannt sind. Deswegen haben wir auch so eine Fälle wie hier, dass ein Stück Leichenbrand mit dem Glas direkt verschmolzen ist. Der Scheiterhaufen wurde dann zusammen in eine Grube getan. Wir stehen hier genau auf einem germanischen Gräberfeld, in ganz markanter Lage auf einem Dünenhügel. Und dieses germanische Gräberfeld gehört zu einem größeren Areal. Zusammenhängend sind hier sowohl Siedlungen zu finden, die ebenfalls germanisch sind, und dazu auch Handwerkerstätten, also Eisenverhüttungsanlagen. Und das Areal befindet sich am Westhang der Hornower Höhe. Rund 400 Meter neben dem Gräberfeld befand sich die Siedlung, die Hinweise auf den Alltag der Germanen gibt. In der dörflichen Gemeinschaft standen die typischen Lang- und Grubenhäuser. Spuren von Speichergebäuden deuten auf eine erfolgreiche Landwirtschaft hin. Bisher wurden 6 Brunnen entdeckt, was darauf schließen lässt, dass die Siedlung immer wieder erweitert wurde. Vielleicht, weil sich die Population vermehrte oder weil das dörfliche Leben damals ohne große Störungen wie Kriege, Hunger und Krankheiten verlief.
Geschichtliche Fakten aus der Region um 400 nach Christus fehlen. Darum zählt für die Ausgräber jedes noch so kleine Detail. Also das sind jetzt hier eine kleine Auswahl der Funde, die wir von dem Siedlungsplatz haben. Angefangen mit einem Drehmühlsteinfragment, dann einem Webgewicht, dazugehörig passend ein Spinnwürtel, dieser recht schön verziert. Dann zwei recht gut erhaltene Gefäße, die so aus dem Hausgebrauch waren. Und ein Schlackeklotz, der uns halt zeigt, dass hier auch Eisen verhüttet wurde. Und in der Nähe und diesen Punkt suchen wir halt noch. Unter dem Sand liegen noch viele Schätze verborgen. Dieser Sand war es wohl auch, der die Bewohner der germanischen Siedlung vertrieb. Für ihre Art zu bauen, zu wirtschaften und Eisen herzustellen, brauchten sie enorme Mengen von Holz. Ganze Wälder fielen zum Opfer. Die Felder wurden vom Sand überweht. Das Vieh fand keine Nahrung mehr. Eine Umweltkatastrophe, die das Leben in der Malxe-Niederung für lange Zeit unmöglich machen sollte. Erst im Mittelalter ging es wieder voran, wie ein Brunnenfund belegt. Die Überraschung aber ist ein sehr gut erhaltener Meilerplatz. Holzkohlegewinnung für die Glasindustrie. Damit ist erwiesen, bereits vor 600 Jahren entwickelte sich die Lausitz zu einer Energieregion. Gut Geisendorf bei Neupetershain, eine Tagebau-Vorfeldgrabung, Neuzeitarchäologie. Bevor in den ungeschriebenen Geschichtsannalen geblättert werden kann, ist erst einmal äußerste Vorsicht angebracht. Denn im April 1945 fanden im sogenannten Kessel von Kausche erbitterte Kämpfe statt. Der Ausbruch aus diesem Kessel erfolgte über den Ort Geisendorf. Hier haben etliche tausend deutsche Soldaten versucht, auszubrechen aus dem Kessel. Was ihnen nicht wirklich geglückt ist und was dazu geführt hat, dass hier natürlich auch jede Menge Kriegstote vorhanden sind und Munition, Waffenteile, was natürlich auch eine Gefährdung der hier arbeitenden Menschen darstellt. Vor Beginn einer jeden Grabungskampagne ist deshalb der Kampfmittelräumdienst gefragt. Routiniert suchen die Profis nach Fundmunition, Granaten und Waffen. Erst dann greift die Mannschaft zu Schaufel und Spaten. Auch heute kommen in wenigen Minuten Reste von tödlichen Waffen ans Licht. Hinterlassenschaften des Krieges, die immer noch lebensgefährlich sind. Das ist schon angesprengt. Das ist auch als Warnung an alle Sondengänger und Militariersammler gedacht. Zusammen mit den Grabungen in Kausche und Kleingörig ist es gelungen, die Entstehungsgeschichte bergbaubedingt aufgegebener Orte vom Mittelalter bis in die Gegenwart zu rekonstruieren. Trotzdem wird Geisendorf nicht der letzte Ort sein, wo Flächengrabungen erforderlich sind. 2007 wurde die Umsiedlung 4 weiterer Dörfer bekannt gegeben. Derzeit arbeiten rund 50 Archäologen, Zeichner und Grabungshelfer an 16 Ausgrabungsstätten im Niederlausitzer Kohlerevier. Braunkohlenarchäologie ist Chance und Herausforderung zugleich. Über Erfolg oder Misserfolg archäologischer Arbeit entscheiden zu 90% solides Handwerk und professionelle Routine. Die Grabung am ehemaligen Stadtschloss in Potsdam ist ein gutes Beispiel dafür. Inzwischen sind die Überreste des nordöstlichen Kopfbaus aus dem 17. und 18. Jahrhundert komplett freigelegt. Nach zweijähriger Grabung am Alten Markt reichen die Funde bis in die Steinzeit zurück. Über 4000 Jahre alte Scherben gehören ebenso dazu wie jede Menge gut erhaltenes Holz. Heute steht die Bergung eines Brunnens an, den das Team um Dr. Jonas Behran im nordöstlichen Schlosshof bearbeitet. Er gehört zur mittelalterlichen Stadt. Darin wurde Keramik von Slawen und deutschen Siedlern gefunden, die in die Zeit der Stadtgründung datiert. Genau diese Details vervollständigen das Wissen über eine Zeit, aus der nur sehr wenige Schriftquellen überliefert sind. Also ich habe hier einmal
ein schönes Stück einer deutschen Kanne. Und das Interessante daran ist, dass es einer der ältesten Befunde der Potsdamer Gründungszeit ist, also im beginnenden 13. Jahrhundert, als die deutschen Siedler nach Potsdam gekommen sind, haben die hier ihre Grundstücke eingerichtet, ihre Häuser gebaut, und zu diesen ersten Häusern gehört dieser Brunnenbefund. Das Holz, das durch Zufall die Jahrhunderte im märkischen Sand überstanden hat, erweist sich als wertvoller Datenspeicher für die Archäologie. Es sind Einzelteile aus einem Befund, der nach seiner Zerstörung als Informationspaket in der archäologischen Dokumentation weiterbesteht. Um an die Daten zu gelangen, wird jedes Brett mit einer Nummer versehen und fotografiert. Noch vor Ort wird geprüft, ob es sich um primär oder sekundär verwendete Hölzer handelt und ob sich Proben für eine Altersbestimmung eignen. Jonas Behran hat in den letzten beiden Jahren alle Bretter der über 20 Brunnen vom Alten Markt selbst untersucht. Die älteste Brunnengeneration liegt also zum Zeitpunkt der Stadtgründung, Anfang des 13. Jahrhunderts. Das sind noch nicht sehr viele, die wir zwei oder drei Brunnen gehören jetzt in diese Phase. Und dann kommt ein großer Brunnenbauboom, wo ungefähr jedes Grundstück sich mit einem eigenen Brunnen versorgt im 15. Jahrhundert. Jeder Bauboom bringt Veränderungen, damals wie heute. Bevor mit dem Landtagsneubau begonnen werden kann, muss die Untersuchung auf der 14.000 Quadratmeter großen Fläche komplett abgeschlossen sein. Doch in Potsdam wird nicht nur am Alten Markt gebaut. Im November 2007 macht die Grabung an der Türkstraße dem Stadtschlossareal kurzzeitig den Rang als archäologisch bedeutsamster Ort der Landeshauptstadt streitig. Denn dort wurde am letzten Grabungstag ein frühbronzezeitliches Skelett mit Beigaben entdeckt. Uns sind zuerst die Pfeilspitzen aufgefallen, dann dachten wir, oh, da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Und dann kam das Becken und dann das Schulterblatt zum Vorschein. Ja, und dann haben wir natürlich gewusst, da liegt ein Toter. Und dann sind wir immer peu à peu in Richtung seines Kopfes gegangen und seiner Beine. Ja, und dann wird natürlich in Feinarbeit eher freigelegt. Das ist ja auch dem Zufall oder dem Umstand geschuldet, dass wir hier die Feuerwehr neu bauen. Und in dem Zusammenhang gibt es so quasi routinemäßig auch archäologische Untersuchungen. Und wir hatten ja schon einen Fund hier an benachbarter Stelle und jetzt noch einen Fund. Ja, vielleicht ist das im Moment sozusagen der älteste Potsdamer, ja, den wir hier sehen. Beim vermutlich ältesten Potsdamer handelt es sich aus archäologischer Sicht um einen Jäger oder Krieger aus der frühen Bronzezeit. Ein recht seltener Fund, den es erst einmal zu schützen gilt. Wie hoch die Erwartungen sind, ist an einem Detail zu sehen. Aus dem 4500 Jahre alten Mann wurde von der Presse Pötzi, der Potsdamer Ötzi, gemacht. Ob der Vergleich berechtigt ist, soll im Labor des Landesamtes für Denkmalpflege untersucht werden. Dafür wird Pötzi sicher verpackt und in einer Kiste nach Wünsdorf gebracht. Ja, Pötzi bin ich insoweit nicht so glücklich, weil wir in einer anderen Zeitphase sind, weil auch der Zusammenhang ein anderer ist. Dann dieses Verniedlichende haben die Fachwissenschaftler nicht so gerne, wenn es natürlich auch in den Medien gut rüberkommt. Inzwischen ist der Fund sicher ins Labor gelangt. Hier wird er in den nächsten Wochen frei präpariert und anschließend mit modernsten wissenschaftlichen Methoden untersucht. Neben den Knochen sind für Archäologen vor allem die Beigaben interessant. Vielleicht gelingt es ihnen herauszufinden, wie alt er war und welche Ursachen zu seinem Tode führten. Der Pfeilkrieger aus der frühen Bronzezeit ist aber auch in anderer Hinsicht interessant. Wir haben sehr viele Gräber, die auch älter sind, aber aufgrund des berühmten Sandbodens mit dem Säuregehalt sich einfach die kalkhaltigen Knochen nicht in der Form erhalten. Er ist sehr anschaulich, sehr gut zu sehen,
die Langknochen, die Rippen, der Schädel ist da. Das ist sehr interessant. Und natürlich ist es mittlerweile schon eine Ansammlung solcher Gräber, auch im Umfeld von Potsdam. Dann auch noch mit aussagekräftigen Beigaben, mit einem Gefäß, oder mindestens einem Gefäß und den Pfeilspitzen. Das ist schon sehr schön, sehr anschaulich und ist wieder ein Mosaikstein, damit wir weiterkommen im dritten Jahrtausend vor Christus. Das Leben damals war kurz und entbehrungsreich. Entsprechend einfach sind die Beigaben. Zwei Keramikgefäße und 7 Pfeilspitzen deuten auf eine herausgehobene Stellung hin. Nach 4 Wochen sind alle Knochen frei präpariert. Die Untersuchungen ergeben, der Mann war zwischen 25 und 35 Jahre alt. Neben dem Schädel verraten Anomalien an den Zähnen weitere Details. Sowas gibt es öfter mal. So, Zähne nicht richtig entwickelt sind. Und die Abkauung ist ganz gering, das bestätigt das junge Sterbealter. Reicht es aus, die Fakten zu kennen, oder gelingt es, das Leben in ferner Vergangenheit anschaulich darzustellen? Zum Beispiel die Frage, wie haben die Menschen ausgesehen, die damals im Havelland lebten? Eigentlich sehen sie so aus wie wir. Es gibt da keinen Unterschied. So lange ist sie her, ist das nicht. Also das Aussehen ist genauso wie heutzutage auch. Aber wir denken, dass die Menschen doch schneller gealtert sind, weil das Leben sehr viel härter war, entbehrungsreicher, die Ernährung nicht so optimal. Und viel körperliche Arbeit. Deshalb sieht er jetzt so aus, als wäre er schon ein ganz alter Mann. Dieses Gesicht ist eine Rekonstruktion eines anderen Fundes. Und der sogenannte Mann aus Milo ist rund 1000 Jahre jünger als Pötzi. 1966 wurde sein Grab bei Schachtarbeiten im Garten eines Hauses entdeckt. Neben dem seitlichen Hocker lag ein Gefäß der Walter Nienburger Kultur. Es datiert den Fund in die Zeit um 3600 vor Christus. Doch wie gelingt eine Gesichtsrekonstruktion? Zuerst wird das Sterbealter bestimmt. Es kann über die Verknöcherungen der Schädelnähte ermittelt werden. Zusammen mit dem Abkauungsgrad der Zähne ergibt sich bei Milo Mann ein Alter von 40 bis 50 Jahren. Anhand krankhafter Veränderungen werden Karies, Parodontose und eine chronische Stirnhöhlenvereiterung diagnostiziert. Dieser Befund reichte bisher nicht für eine Gesichtsrekonstruktion. Erst ein von Brandenburger Kriminologen neu entwickeltes Verfahren macht es möglich, andere individuelle Merkmale aufzuspüren. Dafür wird der Schädel mit einem Scanner dreidimensional erfasst. Die Muskelansätze auf der Knochenoberfläche werden so sichtbar gemacht. Den Aufbau von Muskeln, Fettgewebe und Sehnen ermittelt ein spezielles Computerprogramm. Es berechnet die notwendigen Daten für eine Rekonstruktion von Augen, Nase und Mund. Am Beispiel der Nase wird deutlich, wie das Verfahren funktioniert. Schicht für Schicht werden Knorpel, Bindegewebe und Muskeln an der Nasenwurzel ergänzt, bis eine formgenaue Annäherung entsteht. Welche Farbe und Beschaffenheit die Haut des Individuums hatte, ist dabei nicht ganz genau zu ermitteln. Ein Interpretationsspielraum, der auch für Augen- und Haarfarbe gilt. In der Kriminalistik hat sich diese Technik bewährt. Nun hat sie auch in der Landesarchäologie Einzug gehalten. Ein anderes Beispiel für Gesichtsrekonstruktion liefert der sogenannte Turmschädel aus Ketzin. Es ist die Zeit der Völkerwanderung, als die 30- bis 40-jährige Frau unter die Erde kam. Die Sitte der Schädeldeformation ist aus Zentralasien und Afrika bekannt. Dabei wird die normale Schädelform durch Bandagierung höher und schmaler gemacht. Bei der Frau aus Ketzin sind am Knochen sogar noch die Eindrücke der Bänder zu erkennen, die den Schädel vom Säuglingsalter bis zum 20. Lebensjahr formten. Bei den Elbgermanen war diese Technik bis zum 2. oder 3. Jahrhundert nach Christus unbekannt. Wahrscheinlich kam die Mode mit wandernden Völkern aus Zentralasien nach Mitteleuropa.
Vielleicht stammte die Frau aus Ketzin aus einem fernen Land? Beide Beispiele zeigen, wie sehr wir dem vor- und frühgeschichtlichen Menschen gleichen, dessen Leben nur ungleich härter und kürzer war. Das Besondere an diesem Grabungsareal ist sein fast unberührtes Bodenarchiv. Denn die Wüstung Freienstein gehört zu einer untergegangenen mittelalterlichen Stadt. Als Fregastene 1268 erstmals erwähnt, wurde die Stadt nach nur 20 Jahren wieder verlegt. Bis dahin waren 25 Hektar Fläche mit einem Wall umgeben, Straßen und ein Marktplatz angelegt. Dann kam es zu Händeln mit dem Herzogtum Mecklenburg. Mehrfach wurde die Stadt zerstört. 1287 gab man sie auf und baute ganz in der Nähe neu. Die schönen Funde erlauben einen Blick in das Leben des 13. Jahrhunderts. Seit Anfang der 1980er Jahre finden hier Grabungen statt, die Hausgrundrisse und Keller erbrachten. Ein im letzten Jahr freigelegter Keller nimmt eine Sonderstellung ein. Größe und Ausstattung zeigen von Wohlstand und Komfort der Bewohner des dazugehörigen Hauses. Die Wandnischen dienten dem Aufstellen von Lampen und sorgten für das rechte Licht. Andere, kleinere Keller fanden sich an anderen Orten. Hier eine Rekonstruktion aus Diepensee bei Schönefeld. Dank reger Bautätigkeit in archäologisch interessanten Flächen ist das mittelalterliche Leben des Landes recht gut dokumentiert. Freienstein gehört zu den zentralen archäologischen Orten des Landes Brandenburg. In der Prignitz lohnt sich auch ein Besuch von Melln, Lenzen, Sedin und Mainburg. Unsere kurze Zeitreise durch die Geschichte Brandenburgs endet auf einem Feld am Rande von Wittstock an der Dosse. Auf diesem Gelände fand eine der grausamsten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges statt. Am 24. September 1636 trafen hier schwedische und kaiserlich-sächsische Truppen aufeinander. Wie sich das Treffen der Feldherren Banner und Hatzfeld abgespielt haben könnte, ist im Simplicissimus nachzulesen. Das gräuliche Schießen, das Geklapper der Harnische, das Krachen der Piken, das Geschrei der Verwundeten und Angreifenden macht neben den Trompeten, Trommeln und Pfeifen eine erschreckliche Musik. Es war eine der schrecklichsten Schlachten des Dreißigjährigen Krieges, bei der 5000 kaiserliche und 1000 schwedische Landsknechte ihr Leben verloren. 371 Jahre später werden ihre Knochen entdeckt. Bei Bauarbeiten an einer Erweiterungsfläche eines Gewerbegebietes fanden Arbeiter menschliche Reste. Die Archäologen finden das dazugehörige Massengrab. Eine 6x3 Meter große Grube, voll mit Resten von über 100 Individuen. Liegen sehr ineinander verschachtelt. Die Knochen sind leider nicht so sehr gut erhalten. Deshalb hat man hier oft die Situation, dass ein drüberliegendes Skelett sich quasi in das darunterliegende hineindrückt. Die Knochen sind nicht so gut erhalten, die gehen dann dabei kaputt. So sind Schädel, da liegen dann Beinknochen drüber oder der Brustkorb eines anderen liegt drüber und drückt sich auf das darunterliegende Skelett. 88 Skelette wurden bisher in situ untersucht, 20 weitere Bestattungen rekonstruiert. Viele der 17 bis 45 Jahre alten Männer weisen Verletzungen durch Hieb- und Schusswaffen auf. Ein Soldat erhielt 4 Hiebverletzungen am Schädel. Bei anderen steckten die Kugeln in den Knochen. Es sind Schreckensbilder eines Krieges, der ganze Landstriche entvölkert hat. Jeder von uns kennt Mutter Courage aus dem Schulunterricht. Und da ist natürlich auch spannend zu sehen, wer ist hier bestattet und können wir vielleicht auch mit naturwissenschaftlichen Methoden nachher sagen, sind es Schweden, sind es Beteiligte der verbündeten Kaiserlichen und Sachsen.
Auch wenn bisher keines der Skelette sicher einer Truppe zugewiesen werden kann, in Schweden hat das Massengrab bereits ein großes Medienecho erzeugt. Hier fehlen derzeit die Mittel, die Untersuchungen abzuschließen. So bleiben viele Fragen ungeklärt. Vielleicht finden sich Sponsoren oder ein Etat, mit dem die fehlenden Analysen und eine Wanderausstellung finanziert werden können. Die vollständige Auswertung des Wittstocker Massengrabes wäre nicht nur für die Landesgeschichte Brandenburgs ein lohnender Gewinn.